einen Platz gefunden, wo ich das alles einbauen kann. Das ist gar nicht so einfach hier, weil alles voll ist. Also ich werde das, die Schaltung da hinten platzieren und die Schalter hier mit in die Schalttafel. So, jetzt habe ich das Ganze provisorisch verkabelt und jetzt will ich dann mal schauen, ob das auch funktioniert. Okay, funktioniert. So, nun ist das alles fertig eingebaut. So sieht das aus. Also hier oben war ja kein Platz mehr, alles voll. Und jetzt wollen wir es mal testen. Hier ist ein Intervallschalter, da kann man die Länge des Intervalls einschalten. Intervall. Ja. Kann ich jetzt größer wählen? So wie ich das brauche, kann ich das einstellen. Das ist schon eine schöne Sache. Wer ständig bei Regen gefahren ist, der weiß das zu schätzen. Dann gibt es weiterhin noch die Dauerfunktion. Und falls das alles mal ausfällt, gibt es hier noch den Notschalter. Also das heißt, ich kann, wenn die Elektronik spinnt, trotzdem manuell die Wischer noch schalten. Und hier ist noch ein dieser Wischwaschschalter. Der hat jetzt die Funktion. Wenn ich den betätige, wird dreimal nachgewischt. Also,